Damit ist das deine Bühne. Leg los. Viel Spaß und erklär uns mal, was es für agile Methoden denn so gibt. Ja, vielen Dank. Genau, dann fangen wir damit an. Das heißt, herzlich willkommen auch von mir zu dem heutigen Webinar. Und das Ziel ist ja, dass man sich ein bisschen einen kleinen Überblick verschafft über verschiedene agile Methoden und wie sie oder was sie denn tatsächlich dann bedeuten und auch ein bisschen einen gesamten Überblick darüber zu bekommen. Vorab ein, zwei Sätze zu mir selbst. Der Herr Bauser hat mich ja gerade eben vorgestellt, Philipp Scherer. Bin Senior Consultant bei der Serview, bin jetzt hier seit 2017 als Berater und Trainer tätig und bin da eigentlich überwiegend im ITSM-Bereich. Das heißt, Schwerpunkt lag lange Zeit auf ITIL, aber jetzt mit ITIL 4 immer mehr Fokus natürlich auf agile Methoden. Von daher heute einen kleinen Überblick darüber, welche agilen Methoden es hier tatsächlich gibt und was sie denn dann auch wirklich sind. Dann halten wir uns gar nicht länger mit mir selbst persönlich auf, sondern springen so ein bisschen tatsächlich in unsere erste Slide rein und erstmal ganz allgemein, was Agilität überhaupt ist. Das ist immer ein relativ schwieriges Thema, denn viele Unternehmen setzen Agilität gleich mit Geschwindigkeit. Das ist es aber nicht unbedingt, denn es geht tatsächlich eher darum, wenn man hier aus dem Duden schon die Definition rausnimmt, dass agil von großer Beweglichkeit zeugend, regsam und wendig als Definition stehen hat. Letztendlich bedeutet es, dass wir agil sind, wenn wir schnell auf Veränderungen reagieren können. Das bedeutet vielleicht keine großen, riesigen Bausteine an Projekten fertigstellen, sondern das Ganze aufteilen in vielleicht kleinere Projekte, kleinere Schritte, die man schneller auch anpassen kann, wenn man möchte. Das heißt, es geht um Anpassungsfähigkeit, was auch bedeutet, dass wir uns natürlich irgendwie besser oder anders organisieren müssen. Das heißt, es geht natürlich auch darum, dass man viel selbst organisiert, dass man als Organisation vielleicht auch Verantwortung in die entsprechenden Teambereiche weiter abgibt. Es gibt jetzt insgesamt verschiedene Herangehensweisen, wie man diese Agilität in einer Organisation erreichen kann. Es gibt einen Haufen Methoden, es gibt einen Haufen Frameworks, die wir uns gleich ein bisschen anschauen, die letztendlich alle einen Ansatz haben, wie das genau funktionieren kann, wie das funktionieren, also wie das insgesamt überhaupt aufgebaut werden könnte. Die erste Methode, die wir uns dabei anschauen, das erste Framework ist Scrum. Scrum ist das wahrscheinlich bekannteste agile Framework. Und letztendlich ist Scrum eine Möglichkeit für eine iterative Entwicklung von Produkten und Konzepten oder kann dafür genutzt werden letztendlich. Das heißt, es geht darum, dass wir Produkte in kleine Schritte zerlegen und die letztendlich auch innerhalb dieser kleinen Schritte durchführen können. Das Ganze basiert dabei auf den Werten des sogenannten Agilen Manifests. Und das Agile Manifest ist etwas, was quasi von, ja, einer Reihe, man könnte fast sagen, frustrierter Softwareentwickler mal irgendwann erstellt wurde, die mit dem Wasserfallansatz, der bei ihnen geherrscht hat, nicht zufrieden waren. Daraus hat sich das Agile Manifest entwickelt. Und das sind sozusagen elementare Bestandteile in Scrum selbst. In Scrum geht es darum, dass wir kleine selbstorganisierte Teams bilden, die in bestimmten zeitlich eingegrenzten Bereichen zum Beispiel Software oder auch Services und Produkte entwickeln. Das heißt, das Scrum ist eine Timeboxed-Methodik, die also immer ein festes Zeitfenster nutzt. Scrum selbst beschreibt sich als einfach und leicht zu verstehen, aber sehr schwierig umzusetzen. Das kann man eigentlich so auch relativ unterschreiben. Scrum selbst, die Grundidee ist tatsächlich relativ simpel und sie ist auch relativ leicht zu verstehen. Die Umsetzung ist natürlich relativ schwierig. Das bedeutet, dass wir hier die richtigen Leute in die richtigen Teamgrößen organisieren, damit wir sie auch in die Lage versetzen, dass sie innerhalb von diesen kleinen selbstorganisierten Teams sämtliche Skills und Verantwortlichkeiten haben, die gebraucht werden, um das durchzuführen. Scrum selbst besteht dabei dann aus verschiedenen Iterationen, werden hier Sprints genannt. Die Grundidee ist letztendlich, dass sämtliche Aufgaben für ein Produkt, eine Software, ein Projekt oder was auch immer man letztendlich machen möchte, gesammelt werden in einem sogenannten Backlog. Das Backlog ist letztendlich nichts weiter als eine To-Do-Liste. Die wird durchpriorisiert, sie wird durchdetailliert, dass dort alle Aufgaben möglichst detailliert auch drinne stehen. Und diese Aufgaben werden dann in diesen Iterationen, also in diesen sogenannten Sprints, abgearbeitet. Der Sprint ist dabei die Timeboxed-Version in Scrum, denn hier geht es letztendlich darum, dass wir in der Lage sind,
in einem bestimmten festgelegten zeitlichen Ablauf Arbeit zu erledigen. Das heißt, ein Sprint sollte immer gleich lang sein. Das heißt, innerhalb diesem Zeitraum kann das Team selber bestimmen, was sie sozusagen erledigen aus dem Backlog. Das heißt, das Team bestimmt, was im Sprint erstellt wird, definiert also das Sprint-Ziel und auch das Sprint-Backlog, also die Aufgaben, die To-Do-Liste für einen Sprint. Jeder Sprint sollte dabei dann ein Inkrement, also ein Teil eines Produktes sozusagen liefern. Und die Idee ist, dass dieses Teil auch für sich alleine stehend schon funktionieren kann. Ja, und dann kann man sozusagen hier auch betrachten, dass jedes Inkrement, was erstellt wird, am Ende dann zusammengesetzt wird zu einem größeren Produkt, zu einer Software, zu einem Service vielleicht sogar. So, das heißt, also das heißt, Sprint für Sprint wird das Ganze weiterentwickelt. In Scrum wird allerdings auch immer wieder gesagt, entweder man macht Scrum richtig oder man macht es gar nicht. Das heißt, Sprints sollten in ihrer Länge nicht variiert werden, sie sollten immer gleich lang sein. Das Team sollte dafür auch entsprechend definiert sein, es sollte alle notwendigen Skills haben und vor allem sollte es während seines Sprints nicht gestört werden. Das heißt, es gibt hier verschiedene Rollen, die dafür relevant sind. Es gibt hier den Scrum Master und den sogenannten Product Owner, die letztendlich dieses Team so mehr oder weniger führen. Das Ganze ist nicht unbedingt eine hierarchische Vorgesetzte, sondern es geht eher darum, dass der Product Owner die Verantwortung für das Produkt hat, was hier entwickelt wird, während der Scrum Master dafür sorgt, dass das Team befähigt ist, letztendlich auch das zu tun, was sie tun sollen. Genau. Wie gesagt, zusammengefasst, Scrum ist ein Entwicklungsframework für die iterative Entwicklung von Konzepten und Produkten und funktioniert in sogenannten Sprints. Die nächste Methodik, die wir hier Philipp, ansprechen darf ich dir wollen. Kurz das Wort fallen? Ja, sehr gerne. Ich habe hier eine Frage dazu. Und zwar ja. Fragt jemand, Scrum wird immer ganz gerne bezeichnet als agiles Projektmanagement. Ist das so richtig? Ja, wird tatsächlich ganz gerne so beschrieben. Es eignet sich tatsächlich dafür. Das heißt, wir können letztendlich auch ein Produkt durch Scrum durchführen. Dafür gibt es tatsächlich nochmal eine kleine Abwandlung von einem Projektmanagement-Framework, was wir uns später nochmal anschauen. Ich würde Scrum aber tatsächlich eher als Produktentwicklung bezeichnen als Projektmanagement-Methode. Also fehlt da so ein bisschen Projektgovernance oben drüber eigentlich. Genau, die haben wir hier nur bezogen letztendlich auf das Produkt selbst. Der Product Owner ist ja die verantwortliche Rolle dafür. Aber es gibt wenig übergeordnete Management beziehungsweise auch Governance-Richtlinien. Okay, danke. Genau, sehr gerne. Die zweite agile Methode, die wir uns hier anschauen, ist jetzt DevOps. Neben Scrum ist DevOps die zweite ganz große Bekanntheit sozusagen im agilen Umfeld. Scrum selbst ist dabei tatsächlich nicht ganz, DevOps ist dabei selbst nicht ganz so alt wie Scrum. Während Scrum aus den frühen 90er Jahren kommt, ist DevOps eher aus den 2000ern und ist tatsächlich auch gar nicht so sehr Framework oder Methodik, wie man sich das immer vorstellt, sondern es geht hier eher tatsächlich um eine, ich sag mal, Geisteshaltung. DevOps selbst ist ein Kunstwort und wird erstellt aus den Begriffen Development and Operations. Denn DevOps hat als Ziel, die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Bereichen zu optimieren. Das heißt, es geht natürlich ganz stark darum, dass man die Silos, die in vielen Organisationen versehentlich oder auch bewusst geschaffen wurden, einreißt. Das heißt, man bringt letztendlich die Entwicklung von Software, von Produkten, von Services näher an die Operations und nutzt dabei viele verschiedene Konzepte und kulturelle Ansätze, um das letztendlich zu erreichen. Das Ziel ist, dass wir hier innerhalb von einem Team das vollständige Produktmanagement haben. Das heißt, wir haben ein DevOps-Team, dass sich, wie hier schon in diesem Unendlichkeitssymbol dargestellt, um alle Bereiche eines Produktes kümmert. Das heißt, dieses Team kümmert sich um die gesamte Planung des Produktes, um die gesamte Entwicklung, den Aufbau, die gesamten Release- und Deployment-Themen, sowie als auch den operativen Bereich davon, das Monitoring, zum Beispiel aber auch solche Dinge wie Support. Das heißt, alles das findet hier innerhalb von diesem einen definierten Team statt. Das bedeutet natürlich, dass wir sämtliche Verantwortlichkeiten in diesem Team haben. Das setzt aber auch voraus, dass das Team natürlich die Skills dazu hat. Das heißt, hier geht es auch ganz stark darauf, dass man das Team entsprechend befähigt und ihm die Möglichkeit gibt, überhaupt das Ganze durchzuführen. Dafür zu sorgen, dass man
das Ganze bearbeiten kann, dass man überhaupt in der Lage ist, zum Beispiel Support zu einem Produkt zu geben. DevOps wie auch Scrum kommen im Ursprung eher aus den Bereichen der Softwareentwicklung. Letztendlich geht es darum, dass ein Softwareentwickler sich hier Gedanken machen muss bei DevOps auch zum Beispiel um die Infrastruktur, die später genutzt wird, um dieses Stückchen Software laufen zu lassen. Das heißt, es geht auch darum, dass Entwickler vielleicht sich hier selber mit operativen Bereichen beschäftigen, dass sie zum Beispiel selbst vielleicht virtuelle Server aufsetzen, um ihre Software laufen zu lassen. Bedeutet auf der anderen Seite für die Operations, für die klassische Infrastruktur, sag ich mal, auch, dass sich hier Administratoren Gedanken machen müssen über automatisierte Testbetriebe, über ein Continual Integration oder ein Continual Delivery von Softwareprodukten. Das heißt, hier geht es natürlich darum, dass diese Teams eng und stark miteinander arbeiten. Das heißt, es geht um diese End-to-End-Verantwortlichkeiten innerhalb dieser Teams. Es geht um einen sehr, sehr starken Einsatz von Automatisierung, um das Ganze überhaupt möglich zu machen. Gerade wenn man hier über ein Continual Integration, ein Continual Delivery spricht, braucht man viel Automatisierung. Das Ganze hilft uns also hier ungemein und das muss entsprechend hier aufgebaut werden. Man versucht natürlich, diese starke Verzahnung von einer Softwareentwicklung und einer Infrastruktur aufzubauen, dass man hier auch keine Trennung mehr hat zwischen den Entwicklern und den Infrastrukturleuten, sondern dass man hier einfach von einem Team spricht, die zusammenarbeiten. Auch hier sollen diese Teams sich selbst organisieren. Auch hier geht es darum, dass man in diesen Teams die Möglichkeiten hat, auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es geht auch darum, dass man hier eine stärkere Eigenverantwortung auch letztendlich aufbaut. Eins der Ziele von DevOps habe ich hier jetzt mal mit aufgenommen, könnte sein, dass wir eine bessere Time-to-Market haben möchten, dass wir uns also in eine Lage versetzen wollen, dass wir schneller unsere Produkte auf den Markt bringen können. Bedeutet letztendlich, unsere Softwareprodukte, die wir zum Beispiel entwickeln, sind schneller benutzbar, können also auch von unserem Unternehmen schneller aufgebaut werden. Auch wenn DevOps selbst ja für die Softwareentwicklung ursprünglich mal gedacht war, ist es auch ohne weiteres tatsächlich einsetzbar für alle anderen Bereiche einer IT. Das heißt, man kann diese Idee tatsächlich umsetzen und kann sagen, mit dieser Idee baue ich zum Beispiel meine Services. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch in ITIL 4 gerade eine starke Verbindung zu DevOps, weil hier gesagt wird, über diese DevOps-Thematik kann ich natürlich verschiedene Bereiche in ITIL optimal abdecken. Dabei ist ITIL tatsächlich das nächste agile Framework, was ich hier mit aufgenommen habe. Es ist natürlich kein per se agiles Framework, wie man ein Scrum kennt oder ein DevOps schon mal gelesen hat, sondern ITIL ist natürlich nach wie vor das Service oder ein Service Management Framework. Es baut aber hier klare Bezüge zu agilen Techniken auf. Das heißt, gerade DevOps, gerade Lean und ähnliche werden hier stark bezogen und stark mit einbezogen vor allem. ITIL selbst hat sich ja relativ stark verändert. Es hat sich weiterentwickelt. Es hat die Möglichkeit aufgebaut, dass man jetzt aktiver mit agilen Methoden hier auch arbeiten kann. Das heißt, das Grundsystem hat sich verändert. Es gibt jetzt hier das sogenannte Service Value System als Kernelement, das sozusagen uns erklärt, was wir als Organisation aufbauen müssen und welche Bereiche wir brauchen. Es geht darum, dass wir als Organisation die entsprechenden Value Chains bzw. Value Streams aufbauen, um Services zu generieren. Das heißt, nach wie vor ist natürlich der Service das, was wir erreichen wollen. Ein Service sollte ja nach wie vor etwas sein, was einen Mehrwert für einen Kunden bringt. Und diese Value Streams nutzen wir, um genau das letztendlich tun zu können. ITIL hat das Ziel, dass wir eine gemeinsame Wertschöpfung zwischen dem Provider und der Konsumentengruppe schaffen. Das heißt, es geht hier um eine stärkere Zusammenarbeit von, ich sag mal, der IT und dem Kunden, wer auch immer dieser Kunde tatsächlich ist. Das heißt, auch hier brauchen wir kurze Feedback-Loops. Das heißt, auch hier wollen wir nicht riesengroße Projektplanungen haben über mehrere Wochen, Monate und dann versuchen, das perfekte Ergebnis zu erreichen, sondern es geht darum, dass wir hier auch wieder mit Iterationen zum Beispiel arbeiten und schauen mit kurzen Feedback-Loops, was möchte der Kunde eigentlich tatsächlich haben? Wie soll das tatsächlich aussehen? Und was müssen wir machen, damit das Ganze insgesamt funktionieren kann? Hier habe ich jetzt einmal das Service Value System in ITIL aufgenommen. Das heißt, so wird das Ganze dargestellt. Wir sehen hier schon, es ist ein wenig anders, als das aus ITIL 3 bekannt ist.
Denn hier geht es tatsächlich eher darum, dass das Ganze stärker ein Baukastensystem ist, das an das Unternehmen angepasst werden muss. Das heißt, wir brauchen individuelle Service Value Chains bzw. Value Streams, um tatsächlich aus Nachfrage oder Chancen, die wir erkennen, einen Mehrwert für unsere Kunden zu erstellen. Dabei muss so eine Value Chain bzw. der Value Stream dann tatsächlich individuell auf das Unternehmen und auf den Service und vielleicht auch auf den Kunden angepasst sein. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, wir haben hier starke Bezüge zu DevOps zum Beispiel aufgebaut, denn hier wird beschrieben, dass DevOps zum Beispiel eine Möglichkeit ist, so einen Value Stream durchzuführen. Das heißt, ein DevOps-Team kümmert sich eigentlich um genau diesen Bereich. ITIL selbst gibt uns dafür aber noch verschiedene Werkzeuge an die Hand, um genau diese Aktivitäten dann letztendlich durchzuführen. Das heißt, in ITIL sind das die sogenannten Practices, die uns hier unterstützen und uns die Möglichkeit geben, verschiedene Aktivitäten, die notwendig sind, zum Beispiel die ein DevOps-Team durchführt, nochmal ein bisschen zu definieren und auch ganz genau klar zu sagen, was ist hier notwendig. Bei ITIL haben wir jetzt aber natürlich die entsprechende Governance-Ebene oben drüber. Das heißt, hier geht es darum, dass alles das, was getan wird in einer Organisation, natürlich möglichst in die gleiche Richtung weist, dass das Ganze aligned ist zueinander, dass hier also letztendlich alle so eine grobe gleiche Vision haben, die sie erfüllen wollen. Ein weiterer Bereich in ITIL sind dann die Guiding Principles, die uns unterstützen bei der Anpassung von ITIL selbst. Das heißt, ein Set an ja, Merksätzen, Worten, die uns ein bisschen erklären können, um was geht es hier eigentlich, was möchten wir hier eigentlich aufbauen und wie sollen Entscheidungen auch getroffen werden. Was in ITIL seit jeher relativ wichtig war, auch in ITIL 4 immer noch im Fokus steht, ist das kontinuierliche Verbessern. Das heißt, ein Continual Improvement ist etwas, was erwartet wird. Das heißt, hier geht es ganz stark darum, dass wir auch hier Leute befähigen, dass wir sie so weit abholen, dass sie sich selbst mit dem Verbessern beschäftigen. Das heißt, es geht darum, dass jeder konsequent und kontinuierlich hinterfragt, was getan wird, wie es getan wird und ob das nicht besser geht. Das heißt, letztendlich hat auch ITIL viele, viele, viele der agilen Werte sozusagen mit aufgenommen und gesagt, das ist etwas, was im Service Management funktionieren kann. Philipp, ich habe eine Frage zu dem Thema. Gerade, du hast jetzt Scrum gehabt, du hast DevOps gehabt und du hast jetzt ITIL gehabt, ne? Also wo man sagt, Genau. wir nehmen Scrum als Produktentwicklung und wenn wir sagen, wir ITIL so ein bisschen Richtung Operations Service Management und das zusammengenommen, wäre ja dann, wenn ich eine durchgehende End-to-End-Sichtweise draufbringe oder einen durchgehenden Value Stream, hätte ich DevOps. Die Frage, die jetzt hier in das Chat-Tool geschrieben worden ist, ist es denn so, dass im Sinne von End-to-End DevOps eine Voraussetzung für Scrum ist? Würde ich so nicht sagen. DevOps ist eine Möglichkeit, wie man Scrum sozusagen erweitern kann. Das würde ich eher so rum beschreiben. Denn Scrum geht ja darum, dass wir innerhalb von einer Iteration, einem Sprint sozusagen, ein Inkrement erstellen. So. DevOps geht dann ja theoretisch einen Schritt weiter und sagt, naja, damit haben wir von unserem Unendlichkeitszeichen quasi die linke Hälfte gemacht. Jetzt geht es aber darum, dass dieses Inkrement ja auch tatsächlich umgesetzt werden muss. Es muss also in ein Release kommen, damit es für einen Endanwender oder einen Kunden nutzbar ist. Das heißt, um diese rechte Hälfte sozusagen kümmert sich dann der Rest von unserem DevOps-Team. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass DevOps eine Voraussetzung für Scrum ist, sondern DevOps ist eine Möglichkeit, Scrum zu erweitern und dann sozusagen das Ganze auch in ein Service Management zum Beispiel zu integrieren. Genau. Oder dass man sagt, dass Scrum ist genauso wie Service Management eine Methode, die im Rahmen also DevOps ist praktisch wieder wie so ein Umbrella oben drüber, ne? Also wie so eine Klammer oben drüber, so ein bisschen. Genau. Ne? Über den ganzen. Ja. Okay, ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Dann lasse ich dich jetzt einfach weiterreden. Dankeschön. Genau. Wie gesagt, das heißt, ITIL tatsächlich jetzt auch hier einen stärkeren Fokus auf agile Frameworks, auf agile Methoden. Sieht natürlich auch hier nach wie vor nichts davon als Voraussetzung an, sondern gibt uns nur die optimale Möglichkeit, jetzt in unserer Organisation, in unserem Service Management, diese verschiedenen agilen Methoden mit aufzubauen, ne, mit dafür zu sorgen, dass wir sie einfach einsetzen können, dass wir hier auch in unserem Service Management diese Silos zwischen Entwicklung und operativen Bereich nicht mehr aufbauen oder nicht mehr weiter pflegen, sondern sie einreißen, dass wir das Ganze agiler, spontaner und einfach gegebenenfalls auch besser hinkriegen.
Ein nächstes agiles Framework und eine nächste agile Methode wäre jetzt hier Prince to Agile. Jetzt hatten wir vorhin die Frage, ob Scrum eine Projektmanagement-Methode ist. Prince to Agile ist definitiv eine. Denn hier geht es letztendlich darum, dass wir ein Projektmanagement agil gestalten. Das heißt, im Grunde genommen verbindet Prince to Agile das bewährte Projektmanagement Prince to in Kombination mit verschiedenen agilen Methoden. Im Unterschied zu einem, ich nenne es mal eher klassischen Prince to, liegt allerdings bei Prince to Agile der Fokus eher auf dem Delivery. Das heißt, hier geht es eher darum, dass sozusagen Projektteile geliefert werden, als um das Management dieser Projekte, denn im Grunde genommen verbindet Prince to Agile die Scrum-Methodik mit dem Projektmanagement. Das heißt, das wäre die Möglichkeit, dass wir ein Projekt agil gestalten, indem wir sagen, wir arbeiten auch innerhalb unseres Projektes mit einer Timeboxed-Variante. Das heißt, wir definieren uns hier auch verschiedene Sprints vielleicht, die wir hier entsprechend durchführen können. Ja. Dann stellt sich bei den meisten agilen Methoden von Anfang an immer noch die Frage, Philipp? Wie man hier mit dem, ja? Entschuldige, zu dem Prince to Agile, mit dem agilen oder mit diesem Governance-Rahmen, der oder das war wirklich Projektmanagement, das draufgestellt wird. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder mal hören, ne? Ist zum Beispiel so eine Frage, wie budgetiert man ein agiles Projekt? Ja? Also wenn ich jetzt nach Scrum vorgehe, sage ich mache X Sprints, weiß ich ja nicht, wie viele Sprints ich machen werde und ich weiß auch nicht, wie viele, was, ich weiß ja vor dem ersten Sprint und nicht, was hinter dem dritten rausgekommen ist. Aber der Auftraggeber möchte klares Budget und Zeit und Rahmen gesetzt haben. Ne? Und das ist genau das, was die hybriden Methoden wie Prince to Agile dann einem ermöglichen. Habe ich das soweit richtig verstanden? Genau. Das heißt, ja, das ist ja tatsächlich einer der großen Herausforderungen, die man bei Scrum regelmäßig hat. Dass man hier nicht von vornherein ganz genau definieren kann, wie lange es dauert, bis sozusagen das finale Produkt da ist. Oder dass man häufig nicht sagen kann, wie lange es dauert, bis das agile oder bis das Produkt vollständig fertig ist. Und auch, ne, wie angesprochen, das Thema Budget relativ schwierig dargestellt wird. Und Prince to Agile hat genau auf diese Themen die entsprechenden Antworten. Das heißt, wie kann ich denn mein Projekt, was ja vorgegeben ist, vielleicht von meinem eigenen Unternehmen, von einem tatsächlichen Kunden, agil durchführen? Das heißt, wie verbinde ich also tatsächlich diese Bereiche dann mit der iterativen Entwicklung. Okay, ja, habe ich es auch verstanden. Super, danke nochmal für die Ergänzung. Ja, sehr gerne. Das nächste, was wir dann haben hier, ist der Bereich der letztendlich Anforderungen. Denn auch das ist immer wieder ein Thema, was natürlich spannend ist. In Scrum sprechen wir hier von sogenannten User Stories, die geschrieben werden letztendlich. Aber es geht natürlich darum, wie kann ich denn Anforderungen in einer agilen Welt definieren? Denn ich habe ja hier im Zweifel nicht von Anfang an die exakte definierte Anforderung perfekt und fertig, die wir dann abarbeiten. Das heißt, auch Anforderungen verändern sich. Und genau das ist es ja, was wir mit versuchen oder was wir versuchen durch agile Methoden ja, zu schaffen bei uns in der Organisation. Das heißt, wir wollen auf diese veränderten Anforderungen reagieren. Wir wollen auch damit leben, dass sich Kundenanforderungen von jetzt auf gleich verändern. Dass das, was uns vor 2 Wochen als die wichtigste Anforderung gegeben wurde, im Zweifel morgen gar nicht mehr wichtig ist. Auf genau diese Fragen hat der IRAP Re-Ad Agile Primer eine Antwort. Denn das Ganze ist eine agile Methodik für die Anforderungen oder für das Aufnehmen von Anforderungen. Das heißt, es geht um Requirements Engineering für agile Entwicklung. Es geht darum, dass wir just in time die Anforderungen definiert haben, die wir brauchen. Das heißt, das bietet uns eine Möglichkeit, wie wir zum Beispiel innerhalb von einem Scrum Anforderungen am Anfang von einem Sprint klar definiert haben. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, besagtes Produkt-Backlog in Scrum zu füllen, zwar just in time. Das Ganze natürlich nicht nur bezogen auf Scrum, sondern auch auf sämtliche anderen Bereiche, wo wir Anforderungen genau zu dem Moment brauchen, an dem wir mit unserer Arbeit starten. Das heißt, auch hier geht es darum, dass wir ein klassisches Anforderungsmanagement mit einer agilen Entwicklung verbinden wollen. Und das Ganze tun wir, indem wir hier sagen, ein Anforderungsmanagement ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, das steht nicht am Anfang und ist dann tatsächlich abgeschlossen, sondern es ist etwas, was kontinuierlich mitläuft, was kontinuierlich weitergeht, bei dem sich kontinuierlich alle
immer wieder Gedanken darüber machen müssen, was sind denn eigentlich unsere Kundenanforderungen? Was ist dem Kunden tatsächlich wichtig dabei? Dann haben wir eine weitere agile Methodik in unserem Überblick, und zwar SAFe. SAFe steht für das Scaled Agile Framework. SAFe selbst beantwortet damit die aufkommende Frage, wie funktioniert denn ein Scrum in großen Konzernen? Das heißt, wie funktioniert denn Scrum, wenn ganz viele Teams gegebenenfalls an einem Produkt arbeiten? Das heißt, hier geht es letztendlich um die Steuerung, das Management und die Governance von vielen oder von multiplen agilen Teams. Das heißt, die Idee ist, wir fahren auch hier einen holistischen Ansatz, wollen auch hier dafür sorgen, dass natürlich alles das, was wir tun, als Organisation in die richtige Richtung geht. Das heißt, wir wollen auch hier dafür sorgen, dass alle Teile sich an dem großen Ganzen beteiligen, dass wir auch hier alle ein gemeinsames Ziel tatsächlich erreichen wollen. Es soll dabei natürlich auch die Langfristigkeit von agilen Entwicklungen sichern. Das heißt, es geht darum, dass wenn wir Dinge agil entwickeln, die dann irgendwann vielleicht auch fertig sind, dass diese Dinge auch langfristig bei uns in der Organisation funktionieren und laufen. Dass auch ein agiles Team tatsächlich langfristig agil weiterarbeiten kann. SAFe selbst geht dabei auf verschiedene agile Frameworks und Methoden ein und beschreibt letztendlich eine Ebene über der tatsächlichen Delivery, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und letztendlich das Ziel davon, das Nutzbarmachen agiler Methoden in größeren Umgebungen. Ich habe jetzt hier geschrieben Konzernumgebungen. Letztendlich geht es um große Organisationen, die viele, viele agile Teams haben, die gemeinsam vielleicht an sogar einem Produkt arbeiten, dass wir diese Dinge entsprechend steuern und managen können. Das nächste, was man relativ regelmäßig in vielen Medien und vielen Beiträgen auch mal wie lesen kann, ist das sogenannte Lean Management bzw. Lean Thinking. Das Lean Management oder Lean Thinking ist keine direkte Methodik, die als solche definiert ist. Das ist auch kein Framework als solches, sondern hier geht es eher um eine Philosophie, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Denn es geht darum, dass wir als Organisation uns auf schlanke Wertströme und Prozesse konzentrieren. Letztendlich geht es darum, dass wir Prozesse genau so gestalten, dass sie genau das tun, was wir wollen, ohne dass wir dabei unnötige Arbeit haben. Das heißt, es geht darum, dass wir wertorientiert arbeiten. Es geht darum, dass wir kundenfokussiert arbeiten. Es geht also darum, dass wir einen Mehrwert erstellen, ohne Waste, ohne Verschwendung. Denn das ist eines der Ziele. Wir wollen Waste, also Verschwendung, erkennen und wir wollen sie reduzieren. Das heißt, wir wollen uns Prozesse ganz genau vielleicht auch visualisieren, um zu verstehen, was hier passiert, in welchem Bereich wir was machen, wie lange etwas dauert. Wir wollen also hier den Flow sozusagen optimieren und wir streben quasi nach Perfektion mit unseren Prozessen. Wir wollen dabei auch den Work in Progress sichtbar machen. Bedeutet letztendlich, wir wollen sehen, was passiert. Wenn wir hier immer wieder von agilen Methoden sprechen, dann geht es ganz deutlich darum, dass alle Beteiligten ja in die Lage versetzt werden müssen, zu verstehen, was hier gerade passiert. Das heißt, der Work in Progress muss sichtbar gemacht werden. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir hier im Lean Management haben, denn wir wollen verstehen, was gerade passiert, um zu verstehen, wie wir das, was passiert, optimieren können. Dabei ist aber wichtig, dass wir nicht immer einzelne Prozessschritte durchoptimieren, sondern dass man hier einen auch wieder holistischen, einen ganzheitlichen Ansatz nutzt und immer wieder auch versteht, wie greifen denn verschiedene Prozesse ineinander. Das heißt, wie können wir denn vielleicht auch das Ganze so weit optimieren, den Flow so weit lean, also schlank gestalten, dass wir keine Wartezeiten mehr zwischen verschiedenen Prozessen haben. Das Lean Management nutzt dabei verschiedenste Werkzeuge und Methoden, um das zu erreichen. Denn wie gesagt, das Ganze ist eher eine Philosophie, eher eine Geisteshaltung, die wir unter anderem einsetzen, wenn wir zum Beispiel in ITIL definieren wollen, wie verschiedene Prozesse stattfinden müssen. Wenn wir für unser DevOps-Team definieren, wie Wertströme auszusehen haben, die dort durchgearbeitet werden. Das heißt letztendlich immer wieder die Geisteshaltung, Dinge so schlank wie möglich aufzubauen. Das heißt, einen Prozess im Grunde genommen genau so zu bauen, dass er uns gerade genug Steuerung definiert, dass er gerade genug Kontrolle hat, um einfach schnell, sauber und im besten Fall perfekt durchzulaufen.
Eine weitere agile Methodik, die man immer wieder hört und liest, ist dann das Kanban bzw. Kanban-Boards. Und Kanban selbst ist im Grunde genommen eine Methodik zur Aufgabenplanung. Das heißt, eigentlich ist es keine agile Methode, kein agiles Framework, sondern es geht darum, dass ein Kanban-Board optimal genutzt werden kann, um diesen Work in Progress, wie wir gerade eben beschrieben haben, tatsächlich auch sichtbar zu machen. Ich habe das Ganze unten rechts einmal grafisch dargestellt. Im Grunde genommen ist ein Kanban-Board eine relativ simple Sache. Das heißt, es besteht in seiner Ursprungsform einfach nur aus drei Spalten. Das heißt, wir haben hier eine Spalte mit dem To-Do am Anfang, wir haben ein Doing in der Mitte und rechts ein Done. Das heißt, wir haben also eine Aufgabenwarteschlange links, wir haben die Dinge, die gerade bearbeitet werden in der Mitte und rechts dann die Bereiche, die erledigt sind. Im Grunde genommen haben wir dann dort immer wieder unsere Karten mit den verschiedenen Aufgaben. Das Ganze ist jetzt hier unten rechts ja in ganz klein aufgenommen. Im Grunde genommen geht es darum, dass dieses Board in seiner Originalversion irgendwo im Büro an der Wand hängt und alle Leute ihre Aufgaben im besten Fall auf ein Post-it schreiben können und dieses Post-it dann entsprechend priorisiert wird. Und wenn es jemand tatsächlich bearbeitet, nimmt er dieses Post-it und klebt es auf Doing, also in die mittlere Spalte. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Pull-Prinzip. Auch das ist ja einer der enorm wichtigen Teile bei den meisten agilen Methoden, denn es geht nicht darum, dass am Anfang ein Chef, ein Manager vor dem Team steht und Aufgaben verteilt. Es geht darum, dass das Team in die Lage versetzt wird, sich selbst diese Aufgaben zu nehmen, das heißt zu ziehen, also ein Pull-Prinzip. Das Ganze wird genutzt von vielen verschiedenen Methoden und Frameworks. Das heißt, Kanban taucht unter anderem in Scrum auf, es taucht in ITIL auf, es taucht in einem DevOps auf. Überall da kann es genutzt werden. Vor allem ist es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade mit dezentralen Teams, das heißt in einer aktuellen Situation zum Beispiel, Aufgaben sichtbar zu gestalten. Denn Kanban selbst ist integriert in verschiedenste ITSM-Tools, sei das jetzt ein ServiceNow oder ein BMC, wo man das Ganze mit drin hat, aber auch in eigentlich fast alle Collaboration-Tools. Das heißt, sei das jetzt ein Planner von Microsoft, der das Ganze umgesetzt hat, oder verschiedene Freeware-Tools, sowas wie Trello, da finden wir genau diese Kanban-Boards, die man hier virtuell nutzen kann, um einfach tatsächlich Work in Progress sichtbar zu machen und den Überblick zu behalten über das, was gerade erledigt wird, was noch erledigt werden muss und was entsprechend schon erledigt wurde. Eine weitere Methodik, die für viele verschiedene agile Frameworks nutzbar ist, ist das sogenannte Design Thinking. Design Thinking geht letztendlich darum, dass wir uns hier immer wieder den Kunden tatsächlich in den Vordergrund rücken. Das hört man zwar in jedem Framework, es geht immer darum, Kundenanforderungen zu erfüllen, den Kunden glücklich zu machen, sei das jetzt ein Scrum, ITIL, DevOps oder ähnliche. Design Thinking sagt hier aber noch einen Schritt weiter, denn es geht nicht unbedingt darum, dass wir die technisch perfekte Lösung definieren hier, sondern es geht darum, dass wir die Lösung definieren, die dem Kunden und den Anwender am besten gefällt. Das heißt, hier steht ganz klar die User Experience und die Customer Experience im Vordergrund. Heißt UX und CX, also letztendlich die Erfahrung, die ein Kunde und Anwender durch das Benutzen eines Produktes haben. Auch das Design Thinking beschreibt eine iterative Herangehensweise und beschreibt hier letztendlich über verschiedene Schritte, wie man sowas erreichen kann. Das Ganze habe ich jetzt unten rechts einmal wieder als kleine Grafik mit aufgenommen. Das heißt, wir sehen hier schon diese fünf Schritte. Es geht am Anfang um das Empathize, das heißt, es geht darum, dass man sich in den Stakeholder hineinversetzt, empathiefähig ist, Empathie aufbaut zu seinen Kunden und einfach versteht, was eigentlich er möchte, was ihm wichtig ist vielleicht auch und worauf er achtet. Danach haben wir ein Define. Hier steht jetzt unten drunter, Understand the Problem. Es geht also darum, dass man sich hier Gedanken drüber macht, was ist denn eigentlich das Problem, was dieser Kunde hat? Für was sucht er denn tatsächlich eine Lösung? Und was müssen wir dabei machen? Wir haben dann im nächsten ein Ideate. Das heißt, es geht darum, dass wir jetzt eine Idee generieren. Es geht darum, dass wir uns überlegen, wie eine Lösung aussehen kann, die wir im nächsten Schritt dann als Prototyp einmal aufbauen. Das heißt, Prototype, Mockup steht nebendran. Das heißt, es geht darum, dass wir jetzt einmal irgendwas zusammenbasteln, um das Ganze mal auszuprobieren und danach testen.
Testen meint jetzt hier, wir zeigen es zum Beispiel dem Kunden und fragen ihn, lieber Kunde, bist du glücklich damit? Und er kann uns im besten Fall dann sagen, ja oder nein. Das heißt, hier steht mit dran, fail fast. Denn gerade das fail fast ist ein relativ wichtiger Bestandteil der meisten agilen Methoden. Es geht darum, dass wir Fehler akzeptieren. Und vor allem, wenn wir Fehler machen, machen wir sie schnell. Denn dann können wir aus diesen Fehlern lernen und können sozusagen bei der nächsten Iteration, beim nächsten Schritt, diesen Fehler berücksichtigen. Das heißt, dieses Design Thinking ist eine Methodik, die genutzt werden kann, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass man in alte Services designen möchte. Oder wenn man sich Gedanken letztendlich einfach macht, was genau soll denn das Produkt später einmal sein? Genau. Das waren jetzt soweit ein paar verschiedene agile Frameworks. Es gibt natürlich weltweit noch zahllose weitere. Wir haben uns hier jetzt einmal auf ein paar fokussiert, die wir in diesem Rahmen ein bisschen vorgestellt haben. Eines haben alle diese agilen Frameworks allerdings gemeinsam. Denn agile Frameworks und agile Methoden sind nur dann etwas, was funktioniert, wenn eine Organisation tatsächlich agil ist. Das heißt, man kann nicht einfach nach Scrum arbeiten, sozusagen strikt nach Lehrbuch und erwarten, dass das dann funktioniert, dass das ein tatsächlicher Mehrwert ist. Wichtig ist, dass man als Organisation dafür das entsprechende agile Mindset schafft, dass also die Kultur der Organisation so weit angepasst wird, so weit gewandelt wird, dass Leute sich da beteiligen wollen. Das heißt, Mitarbeiter beteiligen sich daran und wollen das aktiv. Das heißt, man braucht das entsprechende, den entsprechenden Organizational Change, ich habe jetzt hier in Klammern geschrieben, OCM für Organizational Change Management, um genau das letztendlich in einer Organisation aufzubauen. Denn was wir dafür machen müssen, ist nicht nur die Organisation verändern, sondern wir müssen vor allem die Führungskultur anpassen. Das heißt, es geht darum, dass wir hier weg wollen von Managern, die ihren Teams Befehle erteilen, sondern es geht darum, dass man bei agilen Methoden immer wieder das Team selbst dazu in die Lage versetzt. Das heißt, das Team selbst darf die Entscheidungen treffen. Für eine Führungskultur bedeutet das, wir wollen uns hinentwickeln in den Bereich des Servant Leaderships. Servant Leadership letztendlich beschreibt, dass eine Führungskraft jemand ist, der eine Organisation oder der sein Team letztendlich in die Lage versetzt, erfolgreich zu sein. Das heißt, es geht nicht darum, dass er Aufgaben verteilt oder sie, sondern es geht darum, dass ein Servant Leader in der Lage ist, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dass er die Skills seiner Leute quasi weiterbildet, dass er sie befähigt, Entscheidungen zu treffen. Diese Teams selbst, hier steht jetzt ganz salopp, erfolgreiche Teams aufbauen. Diese Teams selbst müssen dabei aber auch sämtliche Skills haben, um das, was sie tun sollen, auch tun zu können. Das bedeutet, man muss diese Teams entsprechend trainieren, schulen. Man muss dafür sorgen, dass sie die entsprechenden fachlichen Skills haben, dass sie aber auch sämtliche notwendigen, ich sag mal, Soft Skills mitbringen dafür, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, dass sie Fehler machen wollen, dass sie sich gegenseitig vertrauen. Das heißt, hier kommt man auch wieder ganz stark auf verschiedene Werte aus verschiedenen agilen Frameworks, die hier als relevant definiert sind. Das heißt, wir brauchen Respekt, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Transparenz. Das heißt, all diese Themen müssen hier natürlich berücksichtigt werden. Und wir müssen die Mitarbeiter dieser Teams entsprechend dahin entwickeln. Das heißt, Mitarbeiter befähigen, sie ausbilden, dass sie in die Lage versetzt werden, agil zu arbeiten. Ja, soweit Ja, einmal gut. ein kleiner Überblick über verschiedene agilen Methoden und damit bin ich tatsächlich auch soweit fertig und würde an den Markus Bause übergeben wieder. Ja, Philipp, erstmal vielen Dank. Es ist nicht so einfach, so einen Überflug zu machen und dann immer die richtige Flughöhe auch noch zu erwischen. Man könnte ja zu jeder dieser Methoden schon alleine Tage erzählen. Ich glaube, was mir gerade auch, wenn ich dir so zugehört habe, wieder aufgefallen ist, ist, wie stark diese ganzen Methoden untereinander verzahnt sind. Dass es gar nicht irgendwie so die agile Methode gibt. Ne? Also, Motto, ich will jetzt agil sein und muss jetzt nur Scrum machen, ne? Dann ist die Welt gut. Ne? Also, dass man sagt, ne? Also Scrum alleine macht er nicht oder DevOps alleine macht es nicht, sondern es ist immer so eine Kombination von verschiedenen Dingen, die zusammenspielen. Plus ein hohes Maß an auch Plattformen und Technologien, Architekturen, die man dafür braucht. Dieses Maß an Automation, plus das, was du zum Schluss gesagt hast, ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Faktor, das Thema auch den Mindset, der dazu gehört, die Kultur, die dazu gehört. Genau.
Prima. Das war so ein bisschen unser Überblick, was wir ganz gerne Ihnen nochmal darauf hinweisen möchten. Philipp, machst du mal eine Folie weiter, bitte. Danke. Ist, dass wir diese Themen, die wir Ihnen jetzt so vorgestellt haben, klar können Sie bei uns in Schulungen besuchen. Momentan ja durch diese leidliche Corona-Geschichte, wo wir ein bisschen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Also nicht Gott sei Dank machen wir das auch, sondern hat seine Berechtigung, das wirklich auch zu tun und einzuhalten. Bieten wir diese Trainings auch als Virtual Live Classroom an. Da kommen immer wieder mal die Fragen, geht das denn überhaupt und kann man ne, gerade Menschen auch mitnehmen? Ja, geht ganz gut. Wir haben da eine ganz eigene Methodik dafür entwickelt, die sich sehr stark auch an unserem Workbook-Prinzip orientiert. Wenn Sie da Interesse daran haben, können Sie da gerne mal nachschauen. Unseren YouTube-Kanal, da ist ein kleines Video dazu abgelegt, wie wir die virtuellen Klassenräume denn so durchführen. Ansonsten kann ich Ihnen den YouTube-Kanal sowieso ans Herz legen. Da kommen auch, also auch dieses Webinar, sobald, ich denke mal so ab heute Abend wird das dort verfügbar sein und auch alle anderen, die wir momentan so anbieten, sind dort drin und können da immer wieder gesehen werden. Also es ist eine ganz tolle Quelle auch für gerade, wenn man so einen schnellen Einstieg in ein ganz bestimmtes Thema gerne haben möchte. Gut, ich gucke jetzt gerade nochmal in die Fragen rein, aber ich denke, soweit haben wir die Fragen alle beantwortet. Philipp, dann vielen Dank, dass du das so aufgearbeitet hast und uns den Einblick gegeben hast. Ja, hier sieht man auch nochmal deine Kontaktdaten, also wenn Sie noch Fragen haben, diskutieren wollen, Feedback geben wollen, gerne raus damit. Sie können den Philipp oder auch mich, Markus mit k.bause@servio.de, gerne ansprechen. Sie finden uns auch über die üblichen Kanäle bei Xing oder LinkedIn. Gucken Sie mal auf unsere Webseite. Es kommen noch ganz spannende Webinare in den nächsten Tagen. Gerade für diese agilen Themen haben wir vor, noch eine Serie aufzusetzen, weil die Resonanz auf jetzt hier werden 100 Anmeldungen auf diesem Webinar. Der Wissensbedarf scheint hoch zu sein. Wir werden also noch Einzelwebinare machen, dass wir Ihnen auch so eine Dreiviertelstunde mal auf ein Thema einsteigen, dass man auch so ein bisschen tieferen Einblick bekommt. Prima. Dann würde ich das Webinar damit schließen. Philipp, vielen Dank. Sehr gerne. Und ansonsten, ja, das Wichtigste, was man heute sagen kann, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.